Wir haben ein Recht auf Gleichbehandlung. Wie zum Beispiel, wenn die Eltern aus einem anderen Land kommen und die Kinder eine andere Hautfarbe haben, sie nicht ausgeschlossen werden. Dass jedes Geschlecht gleich behandelt wird. Und dass jedes Kind, unabhängig von ihrem Alter, Mitentscheidungen treffen dürfen. Wir Kinder haben ein Recht auf Gesundheit. Dazu gehört ein Recht auf ärztliche Behandlung, eine ausgewogene Ernährung und Bewegung. Wir haben ein Recht, beide Elternteile zu sehen. Wir dürfen unsere Eltern immer sehen, auch wenn sie getrennt sind. Als Kinder haben wir ein Recht auf Bildung, wie zum Beispiel zur Schule zu gehen. Hier lernt man nämlich Mathe. Wir Kinder haben ein Recht auf Freizeit, Spiel und Spaß. Zum Beispiel müssen wir nicht den ganzen Tag Hausaufgaben machen, sondern dürfen auch spielen. Wir Kinder haben das Recht auf Beteiligung. Beteiligung bedeutet, dass wir bei Entscheidungen, die uns betreffen, mitreden dürfen. Familienentscheidungen, wie wo man in den Urlaub fährt, was es zu essen gibt oder welchen Film man guckt, sind Beispiele für das Kinderrecht Beteiligung. Niemand darf uns schlagen, schubsen, treten oder eine andere Art von Gewalt an uns richten. Denn wir haben ein Recht auf Schutz vor Gewalt. Wir Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre. Zum Beispiel, dass wir unsere Geheimnisse für uns behalten dürfen. Alle Kinder, die auf der Flucht vor Krieg oder vor Naturkatastrophen sind, erhalten besonderen Schutz. Kinder mit Behinderung haben ein Recht auf Förderung. Auch wir möchten die Treppe hoch und dafür brauchen wir einen Fahrstuhl.